Ich darf wieder den Gerhard Lager zu mir bitten. Und wir schauen schon ins Wohnzimmer von Georg Hittmeier, welcher vom Kompass Verlag ist und via Zoom zugeschaltet ist. Und wir sehen ihn in voller Pracht und Herrlichkeit. Sie auch, ja, alle eigentlich. Hallo. Hallo, wir hören ihn auch schon. Ja. Ja, wunderbar. Hallo. Hallo, Herr Hittmeier. Geht es Ihnen gut? Geht mir prächtig, danke. Wie ist das Wetter am Mars? Wolkenlos, wolkenlos. Wolkenlos, ne? Dann ist es wahrscheinlich ziemlich heiß. Okay, nutzen Sie das WKO-Single-Login auf B2B-Plattformen, Rufzeichen, Gerhard Lager. Genau, ja, auch wir beschäftigen uns mit dem Thema Logins. Allerdings wollen wir den vorher präsentierten Lösungen da nicht das Wasser abgraben, sondern eine Ergänzung machen. Nämlich haben wir schon seit einigen Jahren daran gearbeitet, dass wir es möglich machen, dass die Unternehmer ihre Unternehmereigenschaft online nachweisen. Ich habe jetzt da wieder den WKÖ-Hut auf, vorher war es der Austria Pro-Hut. Und was das Beispiel, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie sich bei B2B-Plattformen, wie zum Beispiel natürlich das Metro 1 ist, das Metro als großes B2B-Handelshaus, kennen Sie vermutlich alle, da muss man Unternehmer sein, damit man dort einkaufen kann. Und das geht auch online, dass man hier online einkaufen kann. Und dann wird man, wenn man das Online-Metro-Kunde werden will, gefragt, dass man den Scan oder die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises raufladen muss oder eine sonstige Nachweis der unternehmerischen Tätigkeit liefern muss. Was dann auf der Seite des Metros wieder dazu führt, dass das ein Mensch sich anschaut, ob das wirklich stimmt und erst dann der Zugang freigeschalten werden will. Es gibt auch eine andere Variante, das ist nicht nur bei Metro der Fall. Da wird jetzt der Georg Hittmeier uns das zeigen, wie das bei ihm ist. Das ist die, das Formular, das auszufüllen ist, wenn man eine Zugangsberechtigung zum Wirtschaftskompass haben will. Und dieses Formular verursacht auch Mühe und daher wäre es besser, wenn man da eine andere Lösung hat. Genau, und diese andere Lösung gibt es, nämlich dieses WKO-Single-Login. Viele von Ihnen, die zusehen und die Mitglieder der Wirtschaftskammerorganisation sind, haben das vielleicht schon, können sich einloggen auf wko.at, in mein.wko.at beispielsweise, um personalisierte Lösungen in Anspruch zu nehmen und eben immer wieder dieselben Informationen zu bekommen, dass Sie nicht lange herumsuchen müssen. Diese WKO-Identität können Sie auch auf anderen Plattformen jetzt verwenden. Das Ganze schafft Vorteile sowohl für die Plattformen, weil diese Plattformen oder Unternehmen nicht auf der empfangenden Seite, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel bei Metro oder beim Kompass Verlag, dann diese Formulare überprüfen müssen. Und es schafft natürlich auch Vorteile für die Unternehmen, die das nutzen, weil die müssen sich eben nicht diese Formulare ausfüllen, die müssen nicht ihre unternehmerische Eigenschaft beweisen, sondern das Faktum, dass sie Wirtschaftskammermitglied sind, beweist eben automatisiert, dass sie Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Und so kann ein automatisierter digitaler Prozess aufgesetzt werden, der keine manuelle Interaktion erfordert. Zusätzlich wird diese Unternehmereigenschaft auch in Echtzeit überprüft, da wir ja auch in Echtzeit wissen, ob Sie noch unser Mitglied sind oder nicht. Also die Metro, die physische Metrokarte zum Beispiel, die löst sich ja nicht auf, wenn Sie nicht mehr Unternehmer sind. Aber in der digitalen Welt ist diese Echtzeitkontrolle möglich. Zusätzlich haben wir noch eine Kooperation mit dem E-Commerce-Gütezeichen geschaffen, nämlich ein B2B-E-Commerce-Gütezeichen, wo mehr Sicherheit und auch gleichzeitig Marketingvorteile sowohl für die Plattformen als auch die Unternehmen geschaffen werden. Das heißt, es ist nicht nur dieses Single-Login, sondern zum Beispiel bei dem B2B-E-Commerce-Gütezeichen werden noch andere AGBs zum Beispiel des Shops überprüft, damit die auf der legalen Seite sind. Wir werden uns jetzt den Ablauf anschauen und den wird uns Georg Hittmeier präsentieren, wie das zum Beispiel jetzt beim Kompass Verlag stattfindet. In diesem Fall haben wir einen Testkunden oder die Dot Köln, das ist eine
Tochter unserer Unternehmensgruppe, aber dient nur als Beispiel. Dieses Unternehmen ist Mitglied bei der WKO und daher sind die Daten dort bekannt und hinterlegt und man findet sie auch im Firmen-ABZ. Wenn jetzt die Dot Köln sich registriert bei der WKO, dann kann sie in Hinkunft die E-Services von der WKO nutzen. Aber sie kann auch andere Services nutzen, sie kann auch mit anderen Unternehmen kommunizieren. Und ein Beispiel dafür sind wir als Kompass Verlag, sind wir Teil im Wirtschaftsportalverbund und es besteht die Möglichkeit, dass man sich mit seinem WKO-Login einloggt. Dieses Login wird durchgeleitet an die WKO. Die WKO bestätigt uns, ja, das ist die Dot Köln in diesem Falle, ja, das ist diese Person und wir liefern daraufhin unsere Informationen, alles, was abgefragt wird, auf offene Rechnung an die Dot Köln aus. Ja, Voraussetzung ist, dass man sich bei der WKO-Benutzerverwaltung anmeldet, dort auch die Administratorrolle einnimmt, so ähnlich wie Sie das vielleicht vom Unternehmensserviceportal kennen, ist es ja nicht sehr trivial, welche Menschen, welche Mitarbeiter arbeiten jetzt für das Unternehmen, das wechselt natürlich auch und diese Administratorrolle kann einzelnen Menschen die Möglichkeit oder eben zuordnen, eine Rolle zuordnen, dass dieser Mensch für das Unternehmen arbeitet, so ähnlich wie eine Vollmacht, eine Prokura ausstellen. Die ist dann hier bei uns nicht im Firmenbuch eingetragen, aber Sie können mit der Administratorrolle für das Unternehmen handeln und können dann für das Unternehmen auch bei den anderen Services, bei den anderen B2B-Plattformen diese nutzen und werden dann praktisch als Unternehmerin, also sowohl als Mensch als auch als Unternehmerin, als Unternehmer begrüßt. Hier sieht man das Beispiel beim Kompass Verlag, Georg. Ja, eine kleine Hürde gibt es noch, wenn man sich einloggen will beim ersten Mal. Der Kunde muss zustimmen, dass die WKO diese Kerndaten für die Fakturierung dann auch an uns übergibt. Das tut er beim ersten Mal. Damit ist es gespeichert und wann immer er später einloggt, werden diese Daten herangezogen und er wird darüber informiert, welche Daten verwendet werden. Also sind diese Kerninformationen, die wir dann für die geschäftliche Transaktion brauchen, bei uns vorhanden. Wenn der Kunde einsteigt, ist er in diesem Fall im Wirtschaftskompass und kann da ganz normal seine Recherche durchführen, Unternehmensdaten recherchieren, sich Firmenprofile, Organigramme etc. ausdrucken, abspeichern und bezahlt wirklich nur die Transaktionen, die er durchführt. Es ist kein komplexeres Abo notwendig, sondern das funktioniert vor allem für Kunden mit kleinerem Bedarf, ohne dass man eben diesen langwierigen Onboarding-Prozess mit einem Abo-Abschluss durchführt.
Ja, was sollten jetzt Plattformbetreiber darüber wissen oder Unternehmen, die von ihren Kunden die Unternehmenseigenschaft bestätigt haben wollen? Die manuelle Prüfung der Unternehmenseigenschaft fällt eben weg. Das ist ein automatisierter Prozess, wo wir bestätigen, wo wir die Daten weitergeben. Sie willigen dem ein. Erst mit einer Zustimmung werden diese Daten dann an die Plattformbetreiber weitergegeben. Das Ganze ist kostenlos, um auch deine Frage schon vorwegzunehmen. Beidseitig kostenlos. Wir dürfen das finanzieren mit den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder, wo wir einfach mehr Nutzen schaffen wollen, noch mit dem Login. Ist ja sinnvoll. Wir überprüfen diese WKO-Mitgliedschaft in Echtzeit bei dem Login-Vorgang, sodass Sie als empfangende Plattform praktisch wirklich die Garantie haben, dass das wirklich Unternehmer sind in dem Zeitpunkt. Auch eine etwaige Branchenzugehörigkeit kann weitergegeben werden, wenn das notwendig ist. Also beispielsweise, wenn man eine Plattform für Transporteure macht, kann man sich sicher sein, dass, wenn Sie das wollen, ausschließlich Transporteure sich einloggen können, Mitglieder oder Menschen, die für Unternehmen handeln, die in gewissen Branchen tätig sind. Die Konzeption ist datenschutzkonform durch unsere Juristen abgesegnet. Mit dieser Einwilligung sehen Sie beim ersten Mal auch ganz konkret, welche Daten weitergegeben werden. Wir bieten einen First-Level-Support bei der Benutzung, falls der User Username und Passwort vergessen hat oder hier Fragen beim Login auftauchen, beim allgemeinen Login. Wir bieten Ihnen als Plattformbetreiber Unterstützung bei der technischen Implementierung und wir machen auch natürlich etwas Marketing für Sie. Heute zum Beispiel bewerben wir das Ganze, aber auch künftig in mein.wko.at wird es ein eigenes Widget geben, wo man sehen kann als Unternehmerin, als Unternehmer, welche Services man zusätzlich mit diesem Login-Vorgang machen kann. Ja, das war es in aller Kürze von uns. Informieren Sie sich unter wko.at/single-login oder gütezeichen.at oder, Georg? Ja, oder melden Sie sich bei uns. Wir bieten unsere Services gern so an über den WPV. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von uns. Danke. Danke schön. Falls du Fragen hast oder falls Fragen gestellt werden. Danke vielmals. Kurz und schmerzlos, sehr kompakt. Danke, Gerhard. In bewährter Weise muss man ja sagen. Natürlich für alle Wirtschaftskammermitglieder ist es jetzt eigentlich eine relativ geringe Hemmschwelle, sich dieser Sache anzunähern. Ne? Das hoffen wir, ja. Da brauchen Sie es eigentlich nur wieder mal einloggen auf wko.at. Vielleicht, sagen wir halt einmal. Ne? Ja, vielleicht auch einen User machen, also das Ganze kostet nichts. Das ist die normale Identität. Das ist uns schon klar, dass wir diese normale Identität nicht allzu stark überprüfen. Das ist Username, Passwort. Wird eine Mail zugeschickt, die Mail wird bestätigt und damit haben Sie Ihre Identität. Und die zweite Stufe ist eben diese Administratorrolle, dass man als Mensch für das Unternehmen handelt. Da muss man einmal mit seiner Landeskammer Kontakt haben, einmal so ein Formular ausfüllen, aber das ist der Witz, dass man es nachher nie wieder machen muss, weil man dann tatsächlich als Unternehmerin, Unternehmer bzw. Mitarbeiter eines Unternehmens erkennbar ist. Naja, und gehen wir nicht alle gerne einmal im Jahr in die Landeskammer oder so? Ne? Also das gibt es ja immer. Das geht auch dann letztlich telefonisch mit einem Fax oder Mail oder sonst. Ein Neujahrsempfang oder irgendwas gibt es ja immer. Ne? Jetzt hat der Daniel Konrad, wenn ich das richtig lese, die Frage gestellt, startet die Ich-App mit allen Online-Banking-Systemen oder sind da anfangs nur einzelne Banken dabei? Ich habe den Herrn Winkelbauer in der Zwischenzeit noch befragt und der hat gesagt, Schritt für Schritt. Also das heißt, peu à peu, wie man sagt, also Zug um Zug. Vielleicht fällt uns noch was ein. Nein, wird das kommen eigentlich. Also ist zu erwarten, sage ich jetzt einmal, dass das kommen wird. Ja, hast du jetzt noch ein dringliches Anliegen in der Sache oder hast du alles gesagt, was zu sagen ist? Jetzt hat alles gesagt, was zu sagen ist. Schauen Sie sich das an und das schauen Sie sich den nächsten Vortrag an. Dankeschön. So, ich rufe... Danke, Herr Hittmeier.